Hallo und herzlich willkommen zu Safe Check-In. Mein Name ist Johannes Schmidt. Safe Check-In von CargoFlix ist die Lösung für die vollständige Integration aller Lkw-Fahrer an ihrem Standort in ihre digitale Prozesskette. Wenn ein Lkw-Fahrer zu ihrem Standort fährt, besteht in aller Regel keine direkte digitale Kommunikation zwischen dem Fahrerhaus und dem Logistikstandort. Das heißt, ein Fahrer muss bis zum Standort fahren, aussteigen, sich in der Regel in ein Büro anmelden. Später wird er dann per Telefon oder sogar durch Klopfzeichen an die Fahrertür abgerufen. In der Kommunikation zwischen den Lkw-Fahrern und den Mitarbeitern am Logistikstandort gibt es oft Sprachbarrieren, die nicht selten zu Abstimmungsschwierigkeiten und Spannungen führen. Im folgenden Video möchte ich Ihnen zeigen, wie einfach ein Lkw-Fahrer sich über Safe Check-In digital an Ihrem Standort anmelden kann, wie er vom Standort abgerufen wird und auch alle weiteren Hinweise direkt in der App in seiner Sprache erhält. Schauen Sie mal. In dieser Zeitfensterbuchung bei CargoClix ist die Smartphone-Nummer des Fahrers hinterlegt worden. Und dementsprechend wird diese Zeitfensterbuchung hier in die Safe Check-In-App des Fahrers gepusht und ist für den Fahrer hier sichtbar. Wenn der Fahrer den Geofence, der um den Logistikstandort ge gelegt worden ist, erreicht, kann der Fahrer entsprechend durch Klick auf den Standort an diesem Standort einchecken. Er sieht hierzu zunächst alle Angaben des Zeitfensters auf Englisch, da es sich um einen englischsprachigen Fahrer handelt, und kann jetzt durch Klick auf Next einchecken am Logistikstandort. Wir sehen jetzt in der Zeitfensterbuchung, ändert sich dadurch der Status von Blau auf Gelb 1. Das heißt, Sie am Logistikstandort sehen, aha, dieser Lkw-Fahrer ist angekommen und der Lkw-Fahrer erhält gleichzeitig eine Nachricht, die dementsprechend auf Englisch für diesen englischsprachigen Fahrer dargestellt wird. Im Original hat der Logistikstandort diese Nachricht aber auf Deutsch hinterlegt und sie heißt: Willkommen bei uns, bitte warten Sie, sobald wir Ihnen eine Rampe zugewiesen haben, senden wir Ihnen hier im Chat eine Nachricht. Der Fahrer sieht es aber auf Englisch. Wenn nun der LKW abgerufen wird, dann kann man das so machen, dass man hier auf den Status klickt und dann eine Rampe auswählt. Hier in dieser Liste zum Beispiel die Rampe 2 und eine Tourzuweisung vornimmt. Wenn dies erfolgt ist, erhält der Fahrer im Hintergrund, das sehen wir gleich, hier eine Nachricht: Please drive on Ramp 2, das heißt im Original bitte an Rampe 2 fahren. Wenn ich nun die App mal in den Hintergrund versetze und jetzt hier im Prozess fortschreite und nach erfolgter Verladung zum Beispiel dem LKW sage, bitte hole doch die Dokumente im Büro Check-in A ab und hier auf Verladeende klicke, dann ertönt im Hintergrund eine Nachricht, also der Fahrer bekommt ein Alert und sieht in seiner App dementsprechend hier oben ein kleines Cargo-Klicks-Zeichen und kann jetzt hier auf das Zeitfenster klicken und sieht hier den entsprechenden Text: Please pick up the documents at Office Check-in A. Im Original bitte die Dokumente im Büro Check-in A abholen. Wenn jetzt der letzte Status gesetzt wird, dann habe ich die App wieder im Hintergrund und es ertönt eine Nachricht und der Fahrer kann wieder hier in diese Nachricht hineingehen und sieht jetzt hier: Thank you for visiting, have a good trip. Im Original, vielen Dank für Ihren Besuch, gute Fahrt. Kommen wir nun zur Zusammenfassung. Safe Check-In schafft eine direkte digitale Verbindung zwischen dem Fahrerhaus und dem Logistikstandort. Wenn ein Lkw-Fahrer einen Logistikstandort und den Geofence um einen Logistikstandort erreicht hat, kann sich der Lkw-Fahrer direkt digital anmelden. Der Logistikstandort kann den Lkw abrufen, dem Lkw-Fahrer auch weitere Hinweise direkt über die App geben. Und all dies wird direkt und in Echtzeit übersetzt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie die Vorteile von Safe Check-In für sich nutzen.